Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy XII The Zodiac Age. Und wir sind gerade im verwunschenen Wald und ich gehe mal kurz hier nochmal zum Kristall. Mir fällt da nämlich gerade ein, irgendwas war da beim Kristall noch. Irgendwas war da. Ich erinnere mich an irgendwas, was da war. Gerade. Irgendwas war doch beim Kristall noch. Wenn ich ganz doof überlege. Hm? Da war doch was. Irgendwas war da. Hier ist der Kristall. War hier noch eine Truhe? Kann das sein? Ich speichere mal kurz, natürlich. So, gespeichert. War hier hinten noch irgendwas? Ah. Dachte ich mir doch, irgendwas war da noch. Ein Weiterkommen scheint vorerst unmöglich. So geht's auch. So geht's natürlich auch. Ich wusste, irgendwas war da beim Kristall. So, jetzt kommen wir nämlich hier weiter. Das da ist nämlich das, was uns Saradar stört. Und ihr werdet sehen, was. Nämlich das nette Ding. Zack. Meines Wissens nach ein sehr nerviger Boss. Zack. Da haben wir nämlich Rafflesia. Mit Regener, Volumen und Reflekt. Das heißt, Zauber bringen hier herzlich wenig. Deswegen Attacke. Warte mal. Fang gleich mal an hier ein bisschen voll Power. Ach ja, stimmt, jetzt Dings pennt ja, dann kann er ja diese den Myst Techniken nicht mitmachen. Das ist immer nervig, wenn einer, bevor das losgeht, in Schlaf versetzt wird, kann er nicht gleich mit angreifen. So, aber wir versuchen trotzdem so gut es geht hier voranzugehen, weil, wie gesagt, mit Magie ist hier schlecht, weil bei diesem Bosskampf ist der MP-Down-Effekt, das heißt, die MP sinken automatisch. Das ist nervtötend, sehr, sehr nervtötend. So, zack. Schön viel draufhauen. Ja, muss ich gerade mal niesen. Es war knapp. Na komm. Oh, 10 Treffer sind mir schon mal sicher. Das ist schon mal gut. 10 Treffer. Das ist nett. Die heiligen Lichter dann noch. Das ist auch schön.
believe. Schön zu einem Mistnebel und dann zack. Eine Elektroschocktherapie nennt man sowas. Und Kataklase. Um ein bisschen mit Erde zu schütten, die Pflanze. Was natürlich nicht allzu viel gebracht hat. Aber ein bisschen wenigstens. So. Medica. So. Und du darfst jetzt auch noch mal schön deine Irrlichter loslassen. I never missed. Zack. I never missed. Zack. Schöner Schwerttanz hier noch. Oh, Schwerttanz finde ich persönlich am geilsten von allen Mystics aus Final Fantasy 12. Einfach weil es ist ein fucking Schwerttanz, das ist sagt schon alles. So, Flutwelle. Bisschen Pflanzenwässern, ne? Pflanzen brauchen ja Wasser. So. So, nochmal einen schönen Schwerttanz. Pflanzen muss man ja auch beschneiden. Ich finde es nämlich geil. Erst kommen die Schwerter, die von allen Richtungen bohren. Und dann kommt noch mal der Feuerball, der ja dahinter stand. Ich finde sowieso Final Fantasy 12 und allgemein Final Fantasy Spiele sind ja sowieso die Spiele, die meiner Meinung nach am schönsten designt sind und auch von der Story her am geilsten sind. Deswegen ist Final Fantasy persönlich auch meine Lieblingsspielereihe. Da müsste ich auch mal ein paar Videos zu machen. Top 5 mäßig, so Top 5 Lieblingsspiele und so ein Kram. Aber das würde ich dann auf meinem Vlog-Kanal machen. Weil, an sich würde ich das hier nicht machen wollen, weil es wäre halt einfach too much, sag ich jetzt mal, ne? So. Ob sie damit sich auch Dings teilen kann? Nee, leider nicht. Schade. Aber vielleicht kann sie hier sammeln. Mehr als verlieren kann sie die sowieso nicht, ne? Ach so. Warte mal. Hier sind noch Mobule gespawnt. Hat Mobule noch am Spawn. Scheiße. Er kann natürlich kein fucking Dings machen. Okay, Phönix wieder. Du schmeißt dir jetzt mal eine X-Potion rein. Während ich hier gegen Konfus habe ich da irgendwas. Stopp gemacht. Ja, Konfus. Greifen wir das an. Okay. Hi, Aether.
Na toll. Okay. Du machst ein Allheilmittel auf sie. Und ich mach dann ein... Hier. Zack, zack. Auch nochmal ein Allheilmittel auf ihn. Ich muss nämlich hier. So. High Potion auf den. Du machst dann eine High Potion auf sie. Naja, High Potion bringt nicht so viel, ne? Vollständige Heilung, komm. Dann brauche ich, muss ich halt ein Elixier mal... mal ein Elixier hier dingsen. Vikra. Oh, okay. So viel dazu. Stimmt ja. War ja gleich fertig. Ja, plopp. Und tot. Ripp. Rippchen. Großartig. Ich finde das geil mit dem Mystnebel, wenn die sich einfach mal im Mystnebel spiegeln. Das zeigt ja, dass der Mystnebel eigentlich so dicht ist, dass man den sehen kann und dass man sich sozusagen da drin auch gleichzeitig spiegeln kann, ne? So, welche Richtung? Die Richtung, naja. Weil dann gehe ich einmal kurz zurück, mach einmal kurz speichern. Sonst habe ich das Problem, dass ich hier gleich das alles nochmal machen muss. So, ich speichere jetzt. Mal ganz doof. So. Zack. Protest. Zack, dann einmal Valum, zack, und da auch nochmal Valum. So, fertig? Fertig, gut. Weiter geht's, weiter geht's. So, hier können wir nebenbei noch dann protestiere ich. Eine Flasche, was? Gott. Die haben neue Items reingemacht. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Unterstadt Branntwein. Versieht einen Gegner mit Courage. Okay. Wenn die meinen, die Gegner haben nicht genug Courage. Versieht man sie halt damit, ne? X-Potion. Das ist so nett. So. Weiter geht's. Ach du Scheiße. Pfad weißer Magie. Durch den Nebel, gen Süden. Verborgene Pfade. Verborgene Pfade. Ich will nur mal gucken. Mantis-Dämon 7000. Mal gucken, ob ich den schon mal anhitten kann hier. Zack. 2000 Schaden auf einen Angriff. Doch schön. Super. Gen Süden also.
Sieht uns nicht gut. Verborgene Pfade vor allen Dingen. Bin ich ja mal gespannt, was die meinen mit verborgene Pfade. Ne? Wir wollen ja gen Süden. Also. Gen Süden ist für mich hier unten. Lang. Halt, gen Süden. Da ist die Karte. Da ist die Karte. So. Verwunschene Fackel oder so ähnlich hieß der Item. Dadurch können wir jetzt endlich mal hier gucken. Und hier unten sehen wir, was es mit dem hier Dings hat. Das sagt schon. Den verborgenen Faden auf sich hat. In den nächsten zwei Dingern. Natürlich muss ich da lang. Okay, dann kommt mal her hier. Dann seid ihr die Nächsten. Weil hier gibt es ein Rätsel und das muss man erstmal hinkriegen. So. Da lang. Da lang. So. Erstmal schön noch ein Äther eingesammelt. So. Und hier sind nämlich auch noch Gegner. Und wir müssen mal schauen, dass wir hier richtig gucken. Weil ich glaube, geradeaus zu müsste genau so eine sowas sein. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, was das jetzt war. Eisfeld der Weisheit nämlich. Ach Gott. Es kommen nämlich immer mehr von den Viechern gleich mit dazu. Hier muss ich auch mit jedem angreifen, weil sonst kriege ich da richtig Probleme. So, genau, hier ist nämlich ein Wappen. Ein glimmendes Muster hebt sich vom Boden ab. Näher betrachten. Eine unbekannte Stimme hallt in den Köpfen der Gefährten. Das Trugbild ist eine Lüge, nicht? Die Illusion. Der Wahrheit Licht. Zu erkennen die Echtheit deine Pflicht. Also Trugbild ist eine Lüge, nicht. Die Illusion der Wahrheit Licht. Zu erkennen die Echtheit deiner Pflicht. Also ja, ein nettes Rätsel. So, aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, was das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir mal dieses Rätsel hier lösen. Und mal schauen, wie es weitergeht, ne? Also, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.